Name ist Horst Ferdinand, ich bin der Zirkus Ferdinand. Wir fahren zum deutschen Fernsehpreis. Mit dem Taxi. Ich habe mir ein Taxi gegönnt. Normalerweise fahre ich mit der Kutsche, aber heute mit dem Taxi. Hier sieht man schon ganz viele Fans. Die haben wir aber rausretuschiert. Das ist unser Taxifahrer, ein sehr netter Mann. Danke. Ich habe mich ja bei Herrn Glückler einkleiden lassen. Ich habe ihm dafür erzählt, wo man sich die Zähne aufspritzen lassen kann. So. Jetzt geht's los. Guck mal, wo steckt eine prominente Person aus dem Automobil? Wir sind die Fans. Hallo. Grüß dich. Danke. Bitte schön. Was machen Sie beruflich? Exportkauffrau. Das ist interessant, ich bin beim Fernsehen. Das ist angenehm. Geht das denn hier? Wie geht denn das jetzt? Oh. Sehr verwirrte Fans. Was machen Sie beruflich? Nichts. Auf Bahnjägerin. Genau wie ich. Siehst du, da ist auch ein blaues Zugespferdes. Das ist Transport. Da hat man echt eine Schatten für mich gebaut. Da ist eine Fernsehkamera, da gehe ich mal ran. Ist das albern? Soll ich dich mal vollfusseln? Ja, bitte. Es ist Juwel, es ist ein Homosexueller aus dem Verbotenen Liebe. Genau. Ja. Wir sind ja heute beide nominiert in der Kategorie Bestes Zirkuspferd im Vorabend. Was? Ich dachte, bester Überbiss. Genau. Aber wir saufen heute ein. Putz mal deine Zähne. Die sind doch extra gebleached. Isabel hat mir das Lachen beigebracht. Schrapnelle hat euch aufgehetzt. Ja, was? Das ist die Schrapnelle. Das ist die Schrapnelle. Ich bin die andere Schrapnelle. Ja, aber keine Orangenhaut. Das kann ich bestätigen. Nein, ich habe keine Orangenhaut. Das hat nur die Schrapnelle. Ja. Nur eine von diesen beiden Damen hat Orangenhaut. Finden wir heraus, wer. Ich nicht. Dieses Abstreiten sind die Schlimmsten. Wir sind im unprominenten Eck, das müssen die C-Promis sein. Wir gehen mal rüber in den A-Bereich. Da ist ja schon der Weihnachtsbaum. Da drüben. Wenn ich Pech habe, kommt sie mit ihrem Mikroskop auf mich zu und interviewt mich. Soll ich es riskieren? Einmal im ZDF? Bin ich da schon die richtige Zielgruppe für? Ich bin ja ein altes Zirkuspferd. Du siehst ja genauso so geil aus wie ich. Hallo. Ich bin ja ein altes Zirkuspferd. Also wirklich? Ja. Ich mache hier gerade Interviews mit Promis. Bist du denn auch ich prominent? Ich bin ein Promi, ich bin ein altes Zirkuspferd. Ja? Ja. Also einen prominenten Esel oder ich weiß jetzt gar nicht, was du bist. Bist du denn männlich oder weiblich? Ich bin oder männlich. Mein Name ist Horst Ferdinand. Achso, ich muss mit dem Herzlichen Glückwunsch zum Fernsehpreis. Vielen Dank. Ich könnte ihn mitnehmen. Theoretisch ja, aber da sind deine grazilen Pfötchen, glaube ich, nicht so sein. Sie sind wichtig, der ist doch arg schwer. Wir sehen uns ja eh demnächst. Ich freue mich schon sehr. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch. Eine nette Person, aber leider wollte auch sie den Preis nicht geben. Guck mal, wer da ist. Da ist der Oliver Porra. Hallo. Vergiss nicht, Oliver Porra ist der beliebte Moderator. Ja, das ist richtig. Wie geht's denn so in der Zwischenzeit? Sehr, sehr gut. Ich habe dich, ich habe hier noch nicht gesehen. Wie geht es dir? Und für wen machst du das gerade? Bist du jetzt auch Nachwuchstalent? Ja, selbstverständlich. Für welchen Sender? Facebook. Sehr guter Sender. Das ist die Zukunft. Ja, genau. Das sind sie alle. Sehr gut. Und du bist beim ZDF gelandet, wie ich sehe. Ich merke auch gerade schon. Ja, ja. Ja. Ich glaube, diese Dame will sich mit dir unterhalten. Ich hoffe das. Alles Gute und sag nichts über Sex. Ja, auf gar keinen Fall. Wer bist du denn? Mein Name ist Horst Ferdinand und ich bin ein altes Zirkuspferd. Was machst du denn heute hier? Du musst das Mikrofon dem Mann hineinigen. Ah, Entschuldigung. Ja, natürlich. Du musst mit mir reden, aber ihm das Mikrofon hineinigen. Also, was machst du heute beim Fernsehen? Mein Name ist Horst Ferdinand, ich bin ein altes Zirkuspferd und ich bin ein bisschen beleidigt. Warum bist du beleidigt? Weil mir Freund Elz mir den Preis für mein Lebenswerk weggeschnappt hat. Dabei habt ihr doch die gleichen verrückten Augen. Das stimmt, aber meine sind echt. Vielen Dank, schönen Abend noch. Für wen bist du denn unterwegs? Ich bin für prominent unterwegs, natürlich. Ja, ich bin sehr prominent. Mein Name ist Horst Ferdinand, ich bin ein altes Zirkuspferd. Schalten Sie mich auch bitte mal ein oder buchen Sie mich für die Beerdigung oder den Kindergeburtstag. Tschüss. Wiedersehen. Oh, weia, jetzt bin ich bei Vox
gelandet. So tief kann man sinken. Da kommt schon wieder der Weihnachtsbaum. Nein. Weihnachtsbaum, du musst gerade sagen, du bist doch so behängt. Ich bin ein altes Zirkus. Ich bin ja ganz dezent gegen dich. Naja, ich weiß nicht. Du siehst ein bisschen aus wie Grobi im Fummel. Jetzt habe ich das Krümelmonster. Betrunken, Transvestiten. Und hier stehe ich mit einer der lustigsten Personen im deutschen Fernsehen, die überhaupt nicht weiß, dass sie die Königin der Comedy ist. Frau Gludowi. Ich gehe mal hin. Frau Gludowi, willst du sie einmal berühren, darf ich? Ja, auf jeden Fall. Ich berühre Frau Gludowi. Das muss man gesehen haben. Das ist toll. Ein bisschen am Mund, weiß ich gar nicht. Ich küsse sie mal auf den Mund. Sie hat es mir ausgewählt. Sie liebt mich. Schönes Kleid. Danke. Was ist das? Das ist rosa. Das ist rosa. Und das ist Lärm. So, weiter geht's. Und jetzt zu den Prominenten. Also ich will hier nicht meckern. Hier sind ungefähr 8 Millionen Prominente. Und das hier ist alles, was sie uns als Buffet anbieten. 3 Stückchen Käse. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich bin ein Zirkuspferd und dort steht ein Ross. Ein Ross, da gehe ich jetzt mal hin. Was singen wir denn? Was singen wir? Ja, was singen wir denn? Das schon zu spät. Ja, schon zu spät. Gott, was ist aber zu spät? Wir haben schon zusammen gesungen, aber nicht du, aber eine Freundin von dir. Ja. Ja, wir könnten singen, es ist ein Ross so entsprungen. Gib mir ein Küsschen. Bist du hetero? Ich bin ein altes Zirkuspferd, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mach die Kamera aus. Riechst ein bisschen, wo riechst du denn? Ich riech nach Pferd. Ach so, ja. Ja, ich wurde von Birgit Schrohwange angefasst. Ein bisschen Mundgeruch, Entschuldige. Oh. Max Giermann ist ein Komiker. Ja. Los, sei lustig. Mach was diese Komiker tun. Nein, tust nicht. Soll ich Stefan Raab nachmachen? Nein, oder was? Bitte nicht. Ja, kannst du das alte? Kannst du mich nachmachen? Nee, ich glaube nicht. Gott sei Dank. Weil die Zähne erinnern mich an Stefan Raab. Ich bin beleidigt, weil Frank Elstner mir den Preis weggeschnappt hat. Nein. Das zahle ich ihm heim. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt werden wir fotografieren. Super. Bleib mal hier. Papa, was will ich mal drauf zeigen? Drauf zeigen! Meine Lieblingsbilder. Ein unglaublicher Fotografenaufwand hier. Ja. Normalerweise erlebe ich das, wenn ich neben gut aussehenden Frauen stehe. Da kann ich das sehr gut verstehen. Jetzt war ich überrascht. Ich auch, weil das ist überhaupt keine gut aussehende Frau. Aber was schon sehr geil ist, ist, wie Menschen auf einen zukommen mit so einer total netten, sympathischen Art. Sowas sagen wie, fass es an, los, pass mal auf! Pass auf, jetzt kommt ein Wortwitz. Jetzt kommt ein Witz. Zum Glück bist du blau, da passen wir beide besser in die Bunte. Der war gar nicht schlecht. Wer war das? Wir werden heiraten. Eventuell werden wir auch heiraten, ja. Hoppala, wer? Was? Hoppala! Hoppala! Oh, sie parodiert mich demnächst bei Switch. Ja, natürlich. Ja, pass auf, du musst folgende Lache hinkriegen. Das kann die Peter auch schon sehr gut finden. Peter kann es. Max Giermann konnte es nicht. Und du brauchst auch im Grunde genommen gar keine Maske, finde ich. Nein, ich finde auch. Die gleichen uns wie ein Ei dem anderen. Ich doch genau so. Ein Herz und keine Seele. Das ist die Beliebte, Annette Frier. Sehr gelacht. Annette Frier, ich sage nur Annette Frier. Annette Frier, Annette Frier. Du, ist doch wieder der Reiter irgendwo versteckt. Lass mal gucken. Ich bin ein altes Zirkuspferd, ich hab dich so lieb. Immer mit Zunge direkt. Das ist das Allerschlimmste. Die küssen mit Zunge. Hengemeier. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Annette Frier. Ich sag kein Wort mehr. Annette Frier, ich muss mit dir reden. Ich bin beleidigt, Annette. Annette, ich bin beleidigt. Ich rede nicht mit Tieren, wenn Journalisten in der Nähe sind. Das ist kein Journalist. Das ist mein Kamerakind. Ja, ja. Ich bin beleidigt. Ach, Tato. Wenn Sie sehen können, wie jetzt die Nüstern gewackelt haben. Ja, das ist das Allerbeste. Annette Frier, warum hat Frank Elstner den Lebenspreis gekriegt und nicht ich? Warum hast du gelbe Zähne? Und Frank Elstner hat der weiße... Ah, nee, der hat weißere Zähne als du. Guck mal. Ja, da gibt's keinen Preis. Mit gelben Zähnen kriegt man keinen Preis? Nein, du nicht. Das war zu Recht. Fertig, das war der Schluss. Fast schon. Und ich freue mich ja so, dass in Thorsten Horst drinsteckt. Horst? Fertig.
Kindern. Schon. Ich bin um die Zeit immer so schmusebedürftig. Ja. Ich habe heute schon mit Birgit Schrobange geknutscht, mit Annette Frier, mit Jo Weil, mit Jochen Schropp und dieser Frau, die aussieht wie ein Weihnachtsbaum, ja. Olivia Jones. Und Frau Gluzuki. Hat mal einer Fischermens? Oh, 100 Jahre deutsches Fernsehen haben mich angehauen. Ja. Oh. Kennt ihr uns? Selbstverständlich. Das ist mein alter, mein Fernsehpreis. Bitteschön. Wenn Sie ihn einen Moment anhalten. Okay. Ich habe den deutschen Fernsehpreis, es ist passiert. Ich habe ihn in der Pfote. Ja, jetzt lass ihn nicht wegnehmen. Ich muss die Person noch weggehen.